Wir erwarten von Rot-Grün, dass es ein Ende des Weiter-so gibt, sondern dass der Koalitionsvertrag, wenn er dann irgendwann mal hoffentlich fertig ist, klare Aussagen zu den wichtigen politischen Themen findet, wie das Sanierungsziel 2019 erreicht wird, nämlich einen Haushalt vorzulegen ohne neue Schulden, der auch nachhaltig sich darstellt. Wir erwarten von dem Senat, von der Rot-Grünen Regierung, von der Koalition, dass sie sich eindeutig bekennt zum UTB ohne Wenn und Aber. Und wenn sie das dann nicht tun will, aus welchen Gründen auch immer, soll sie es den Menschen jetzt auch klipp und klar sagen und keinen Verschiebebahnhof organisieren. Wir erwarten eine klare Aussage zur Frage der Lehrerversorgung in den Schulen. Der hohe Unterrichtsausfall muss ein Ende haben. Er geht zulasten der jungen Menschen. Und wir erwarten auch, was die Bremer Innenstadt angeht, endlich Handlungskonzepte, endlich Entscheidungen. Seit 5 Jahren wird immer nur diskutiert und es geht kein Stück voran. Normalerweise, und das verstehe ich unter politischer Transparenz, dass man offen mit der Öffentlichkeit und den Menschen in Bremen und Bremerhaven umgeht, dass man regelmäßig substanziell die Menschen informiert. Das heißt, ich sage was, worüber ich gesprochen habe und ich berichte darüber, welche Ergebnisse die Gespräche gehabt haben. Aber das einzige Ergebnis, das der oder die Landesvorsitzende der Grünen und der Landesvorsitzende der SPD vor die Kamera treten, mal freundlich, mal weniger freundlich, Nettigkeiten, unverbindliches Blabla zum Besten gibt. Und das hat nichts mit politischer Kultur zu tun, das hat nichts mit politischer Transparenz zu tun. Offensichtlich tun die sich im Augenblick sehr, sehr schwer.